Komm zurück. Wir laden mal kurz den Spielstand, weil sonst verpassen wir einen Dialog. Okay, haben Sie die Kamera überbrückt? Die auf meiner Seite schon, aber die auf Ihrer Seite ist noch an. Wir müssen das zu Ende bringen, bevor jemand vorbeikommt. Bleiben Sie vor Ort. Ich komme zu Ihnen. Alles klar. Folgen Sie dem gelben Kabel. Folgen Sie dem gelben Kabel. Wo ist denn das gelbe Kabel? Wo ist denn hier überhaupt ein Kabel? Gerade sehe ich keine Kabel auf dem Boden. Ah, hier, okay. Sehr gut. Folgen wir dem mal. Ich kann das Sicherheitstor von hier aus nicht öffnen. Der Anschluss muss auf Ihrer Seite sein. Das könnte knifflig werden, nur damit Sie es wissen. Ach du Schande. Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Okay, pass auf, wir haben die Kamera, die zeigt nach links. Die müssen wir also erstmal noch nicht. Ich kriege seine Aufmerksamkeit. Brauche nur ein Zeichen. Aber da ist noch eine Kamera. Okay, dann müssen wir erstmal den da ablenken. Können Sie mir verraten, wer die Gewinnchancen an Ihrem... Verdächtiges Verhalten auf meiner Ebene. Ein Wachmann hat mich entdeckt. Wenn Sie sich normal verhalten... Vermissen Sie denn Sir Cash überhaupt nicht? Auf die Feuchtigkeit und den Mangel an Privatsphäre verzichte ich gern. Aber die wissenschaftliche Arbeit dort war unvergleichlich. Woran haben Sie gearbeitet? Woran nicht? Lebensmittelscanner für die Paranoiden, chemische Binder, selbstreinigende Paarungsbecken. Viel gelernt, was? Was Paarungsbecken angeht, sogar wesentlich mehr, als ich wissen wollte. Nun. Paarungsbecken für Salarianer, na super. Also, pass auf, wir müssen irgendwie diese Kamera ausschalten. Haben hier aber zwei von diesen Typen. Der eine stand direkt hinter mir. Habe ich nicht gesehen. Können Sie mir verraten, wo Ihr Barkeeper die starken Sachen versteckt? Turianischen Horst zum Beispiel? Okay. Es tut mir leid, Sir, aber wir wollen unsere Gäste unterhalten, nicht ins Koma schicken. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Ich glaube, ich habe beim Pokern einen Mann mit einem Kartenfertigungswerkzeug gesehen. Komm. Zum Betrug. Geschafft. Boah, diese Augen sind so creepy. Khan, ich bin nicht hier, um Sie zu bedrohen. Wir müssen reden. Der ist tot. Nee, ist er nicht. Was zum Teufel? Doch. Und ich wollte so gern den bösen Bullen spielen. Commander, da ist ein Löschbefehl auf dem Terminal. Verdammt! Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob er das war oder der Killer oder mein Auslösen des Alarms. Bin ich schuld? Was suchen Sie da? Fehler. Dachte ich mir. Wer immer das war, er hatte es eilig. Die Com-Einheit ist nicht gelöscht. Oh, nehmen wir die Com-Einheit dann mit und scannen sie, oder? Elijah, kriechen Sie wieder raus? Falsch geraten. Sehe. Letztes Mal sind Sie am Boden rumgezappelt wie ein Fisch. Letztes Mal? Ist das schon alles? Der letzte Typ, der mich einschüchtern wollte, war ein paar Kilometer größer als Sie. Tapfer. War zu erwarten. Ändert aber nichts. Sie haben nichts und können nur warten, bis der Hammer fällt. Ja, was will der eigentlich? Das ist eine gute Frage. Was habe ich Ihnen getan? Ich werde Ihnen alles nehmen, was Sie haben. Alles, was Sie sind. Verdammt. Tut mir leid, Commander. Zu wenig Zeit, um den Anruf zurückzuverfolgen. Es geht weiter. Nehmen Sie die Laufwerke mit. Die gelöscht wurden? Glauben Sie, da finden wir noch was? Bei Edi ist alles möglich. Je schneller wir sie ihr bringen, desto früher können wir diese Bedrohung verfolgen. Also, Shepard sieht aus wie so ein Mutant oder so. Wahnsinnsparty. Nur nicht für den Gastgeber. Der fand kein gutes Ende. Es war kein Reinfall. Brooks, Sie und Edi finden raus, ob auf den Laufwerken was Brauchbares ist. Hoffen wir's. Ich sag Ihnen, was wir finden, Commander.
Okay. So, dann wollen wir doch mal wieder mit allen reden. Verdammt, Commander. Sie können nicht mal auf eine Party gehen, ohne dass jemand sein Leben verliert. Wieso gibt's hier eigentlich nichts Richtiges zu essen? Man sollte meinen, eine Bude wie diese wäre gut ausgestattet. Ja, aber wenn hier ewig keiner war, ist hier natürlich nichts zu essen. So, Edi ist wahrscheinlich gerade dabei zu prüfen. Die fragen wir also als letztes. Und sonst sitzen alle an ihrem Platz. Ich könnte was zu essen vertragen, während wir warten. Zu schade, dass sie den besten Sushi-Laden auf der Citadel zerlegt haben, was? Nun. Jammer nicht. Bei uns in der Stadt gibt's auch keinen Sushi-Laden. Keinen vernünftigen zumindest. Ich sehe in einem schicken Kleid verdammt gut aus, Commander. Ich brauche eine Gelegenheit, um es zu tragen. Mal sehen, was sich da tun lässt. Wünschte, ich könnte das von mir sagen. Hoffentlich finden Brooks und Edi etwas auf dem Laufwerk. Das hoffe ich auch. Die Party soll ja fantastisch gewesen sein, auch wenn nicht alles so lief wie geplant. Wenigstens war es nicht völlig umsonst. Nee, es gab guten Champagner, das war es wert. Klingt, als hätte die Mission mit einem Problem geendet. Ich bin jedenfalls froh, dass unser Team unversehrt zurückgekehrt ist. Yay. Keine neuen E-Mails. Und wir gehen nach oben. Da war Gyros, okay. Um eine Formulierung von Vega zu benutzen, das Kleid war atemberaubend, Shepard. Ein Blick von. Ich auch, aber da hieß es eher, wie kommt ein Turianer wie der an ein Mädchen wie die? Ich weiß es auch nicht. Nun, Gyros. Wie geht's? Das werdest. Was wirst du wohl hoffentlich für dich beantworten können? Wenn nicht, dann nicht. Boah, bin ich heute gut. So, vor allen Dingen hat er gerade gesagt, dass er es nicht für sich beantworten kann. Das war so ziemlich der dümmste Kommentar, den ich je zu irgendwas abgegeben habe. An dieser Stelle endet das LP. Nein. So, Rex! Was ist los, Shepard? Wollten Sie kein Date mit mir? Zu viel Kroganer für Sie? Dieses Problem haben viele Leute. Die meisten davon sind tot. Nun. Commander, statt das Casino in einer Verkleidung zu infiltrieren, es wäre besser gewesen, alle Primitiven als Geiseln zu nehmen, mit dem Tode zu bedrohen und der Reihe nach zu erschießen, bis sie ihnen geben, was sie wollen. Das wäre besser gewesen. Ich werde nächstes Mal mit Freuden assistieren. Ja, Javik, danke. Aber ich lehne dann doch ab. So, das war's. Wir gehen wieder runter und gucken mal, was Brooks und Edi so gefunden haben. Ich glaube, wir haben etwas, Commander. Commander? Edi und ich haben die Festplatten analysiert. Es gibt Ergebnisse, wenn sie soweit wären. Ja nun. Nur raus damit. Die Root-Struktur der Daten wurde gelöscht, aber die logische Intaktheit bleibt gegeben. Edi hat für sowas ein Wahnsinnstalent. Ich weiß, sie ist eine KI, aber trotzdem. Wir haben eine verschlüsselte Kommunikation gefunden, ein paar Tage alt. Sie ist in einer Minute geknackt. Eine ganze Minute? Das schafft Edi sicher in 5 Sekunden. Ich dachte, ich gebe Analystin Brooks die Chance, sich beim Entschlüsseln zu verbessern. Und jetzt kannst du nicht mehr glänzen. Muss sie auch nicht. Sie sind die Crew der Normandy. Sie sind Legenden für uns bei der Allianz. Legenden können gut oder böse sein. Was sind wir? Sie sind die Art, zu der man aufschaut, der man sein Leben verdankt. Und warum schießen dann immer alle auf uns? Das liegt nur an Ihnen, Rex. Je größer das Ziel, desto größer das, das Ziel. Soll das heißen, ich habe zugenommen? Es heißt nur, dass jetzt mehr Legende da ist. Nun. Und die Kameradschaft? Die Freundschaft? Ich glaube, das ist Ihre Geheimwaffe. Das gehört alles zum Job. Moment. Job? Heißt das, sie werden alle dafür bezahlt? Los geht's.
Wow, die Söldner, die hinter Ihnen her waren? Sie haben viele Waffen gekauft. Schwere Waffen. Max? Wofür brauchen die denn so viel Feuerkraft? Sieht aus, als plane die Drohne einen Aufstand. Ich habe nur den Spectre-Zugangscode des Commanders in den Citadel-Archiven überwacht. Auf den Schirm. Eine Notabriegelung der Archive. Wer immer ihre Unterlagen hackt, ist genau in diesem Moment dort. Wow. Was wissen wir über den Ort? Der Rat bewahrt dort heikle historische Informationen auf. Ich bin nicht mal mit meiner alten C-Sicherheit-Freigabe reingekommen. Dann müssen wir uns Zutritt verschaffen. Los, wir... Was macht der Volus hier? Ah, Pizzaservice. Ich hatte echt Hunger. Doppelt Pepperoni? Die Archive sind riesig. Eine zeitaufwendige Suche. Leider können sie nicht die ganze Crew mitnehmen. Wer sagt denn das? Bei dieser Sache kommen alle mit. Klasse. Aber wer bildet mit ihnen die Vorhut? Und wer bezahlt die Rechnung? Dieser Humor. So, genau, wer wird die Vorhut? Das ist eine gute Frage. Ich möchte Edie mitnehmen. Ich möchte... Bei Tali könnte auch cool sein. Nee, ich möchte Tali mitnehmen und ich möchte... Ach komm, nehmen wir der alten Zeiten willen mal wieder Rex mit. Können wir den jetzt auch aufleveln? Ach nee, jetzt ist unser Waffenslot wieder leer oder was? Uncool. Ich weiß doch immer nicht, was ich für Mods nehmen soll. So. Wieso sind die Waffenslots alle leer? Ich verstehe das nicht. Also, wer löscht die denn immer? Ist doch albern. Nee, das Geth-Impulsgewehr wollen wir nicht. Dieses Ding. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt leider immer noch teilweise nicht, was das für Waffen sind. Kann mir das einfach nicht merken. Also wer welche Waffe, also welche Waffe wie heißt und welche sich wie schießt und überhaupt. So, das ist leider sehr doof. Das ist gut. Das ist ebenfalls gut. Von mir aus. Von mir aus. So, bestätigen. So, jetzt Level-Ups. Wir haben noch vier Sachen, die überhaupt aufgelevelt werden sollten, können. Verbrennung. Das finde ich gut. Tali. Nee, Barrieren und Schildenergie entziehen ist perfekt. So, Rex haben wir noch gar nicht geskillt. Schaden. Das ist gut. Das ist gut. Antigravitationsgranate. Barriere. Das ist gut. Das ist gut. Maximage, ja. So, kroganischer Kampfmeister. Wir machen jetzt voll den Tank aus ihm. Schildregenerationsrate.
Bringer erlittenen Schaden um 10%. So. Ah, das können wir nicht mehr, leider. Gut, bestätigen und los geht's. Wie ist der Weg in die Archive? Die Anlage liegt unter den Bezirken. Vielleicht ein Direktangriff wegen der Überraschung? Gefällt mir. Sie lernen langsam, wie es läuft. Wenn Sie lange genug bei uns sind, lernen Sie, wie es läuft. Sticht, schießt, explodiert. Aber nicht zu lange, sonst schließen Sie noch Freundschaft mit den Asari. Das habe ich gehört. Die Archive sind irgendwo unter uns. Könnte schwierig werden, reinzukommen. Nicht wirklich. Krogana zuerst! Wir sehen uns, Prinzessin! Oh. Mhm. Ein Modell von der Citadel als Lampe? Nicht schon wieder. Hinterhalt! So, Rex, dann zeig mal, was du kannst. Ups. Früher hatten wir wenigstens noch 5 Minuten, bevor eine Mission scheiterte. Shepard hat die ganze Crew dabei. Umfehl! Scheiße, sie haben einen Krogana. Nun. Brooks, sind Sie okay? Bin oben. Geh jetzt in Deckung. Oh oh. Hey, das kann ich auch. Unsichtbarkeitsduell. So. Das reicht! Waffen fallen lassen, sonst nimmt sie ein böses Ende. Miststück. Was? War das gerade also ihre gut. eigene Stimme? Yep. Ich weiß ja nicht, womit sie hier durchkommen wollen. Sie können nirgendwo hin. Sich nirgendwo verstecken, wo wir sie nicht finden würden. Verstecken? Wieso denn? Ich bin Commander Shepard. Ich verstecke mich niemals. Ein böser Klon oder so. Daher weht also der Wind. Wer sind Sie? Sie waren nicht die einzige Shepard, die Cerberus ins Leben zurückgebracht hat. Und jetzt macht wenigstens eine von uns endlich etwas Vernünftiges daraus. Was? Das kommt jetzt sehr aus dem Nichts, muss ich zugeben. Wo sind Sie hergekommen? Aus derselben DNA wie Sie. Ein Klon. Cerberus hat keine Kosten gescheut, um Sie wiederzubeleben. Und ich wurde erschaffen als Ersatzteillager. Falls Sie mal einen neuen Arm, ein Herz oder eine Lunge brauchen. Wo waren Sie die ganze Zeit? Im Koma. Bis ich vor 6 Monaten erwachte. Während Sie auf der Erde in einer Gefängniszelle saßen, lernte ich ein Mensch zu sein. Schon erstaunlich, wozu eine Person mit genügend neuralen Implantaten in der Lage ist. Ich habe einen Kritikpunkt. Wenn Sie im Prinzip nur... Wieso hat sie neurale Implantate? Wenn sie nur ein Ersatzteillager sein soll. Vielleicht hat sie sich die eingebaut. Aber es ist doch eher komisch, wenn sie sich sozusagen versteckt hat, warum sie dann genauso aussieht wie Shepard. Das fällt doch auf. Wäre es nicht cooler gewesen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine ganz andere Haarfarbe hätte und eine ganz andere Frisur wenigstens, damit man sie nicht erkennt? Alles andere würde irgendwie macht irgendwie keinen Sinn gerade, aber sonst wäre der WTF-Moment natürlich nicht so hoch gewesen. Na gut. Wenn Sie wirklich ich sind, spielen wir im selben Team. Wir spielen nicht mal in derselben Liga. Hat der Unbekannte Sie geschickt? Nein, er hat mich im Stich gelassen, als er hatte, was er wollte. Sie. Warum haben Sie dann versucht, uns zu töten? Weil ich Ihre Erinnerungen nicht habe. Ich würde meine angeblichen Freunde niemals täuschen. Diejenigen, die ihre Pflicht vergessen und sich dem Shepard-Kult angeschlossen haben. Wie Sie, Tali Zorawas Normandy. Ich weiß nicht, ob ich sie mit einer Kugel töten sollte
Oder einfach nur ihren Helm abnehmen und husten. Sie sind nur eine billige Imitation des Originals. Ich bin das perfektionierte Original. Ich bin sie, aber ohne Abnutzungen, Shepard. Ohne Zweifel, ohne Misserfolge. Ich bin der einsame Wolf, der sie immer sein sollten. Ohne emotionale Altlasten, die mich bremsen. Niemand wird jemals glauben, dass sie Shepard sind. Oh doch, wenn ich ihr Schiff kommandiere. Hier spricht Shepard. Abriegelung der Normen, die einleiten. Übermittle jetzt die Befehlcodes. Gute Idee. Wirklich schade, dass das Signal blockiert wurde. Trainer, hier spricht Shepard. Bereiten Sie einen Notstart der Normen vor. Nun. Wir ziehen ab. Ich übermittle jetzt die Befehlcodes. Verstanden. Wird erledigt. Er friert die Hölle zu, bevor jemand mein Schiff stiehlt. Ich stehle es nicht, wenn ich sie bin. Alle hinrichten. Der Shepard-Kult endet hier und jetzt. Aber wenn sie doch keine Erinnerungen hat, wer ist sie denn dann? Also woher weiß sie denn dann überhaupt? Also sie hat ja Shepards Erinnerungen nicht. So viel habe ich verstanden. Oh, Garrus, Rex ist ja doch relativ schnell weggeplatzt gerade. Das ist schade. Was ich sagen wollte, es ist ja dann doch irgendwie eine ziemlich interessante Frage. Warum sie so einen Hass auf Shepard hat. Ich meine, man versteht natürlich, dass sie es scheiße findet. Dass sie scheiße findet, dass sie ein Ersatzteillager ist und so. Das würde ich auch scheiße finden an ihrer Stelle. Aber da kann ja die Original-Shepard nichts für. Warum so ein Hass auf sie haben? Och nee. Probier ihn mal aus, mal sehen, wie er ankommt. Onkel Erdnott hat ein Geschenk für dich. Okay, die schießen von oben. Nun. In euren Schuhen möchte ich jetzt nicht stecken, Prinzessin. Ach, das hat sich am Weg. Prinzessinnen. Scheiße, das da drüben ist ein Prozianer. Und das da drüben ist bald eine Leiche. Ich glaube, ihr Turianer ist Archangel. Zum Teufel soll... Und? Wer ist jetzt die Leiche? Ich muss jetzt aber sagen, ein bisschen nervig sind die Sprüche schon auf Dauer. Es ist ein bisschen zu viel des Guten gerade, so vom lockeren Witz her. Wo ist jetzt ihr anderes Ich hin? Sie rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Team Mako, Sie bilden die Vorhut. Jawohl. Was ist dein Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen könnten. Team Hammer, Sie übernehmen die Flanke. Verstanden. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Willkommen in den Citadel-Archiven. Alle Besucher benötigen eine Erlaubnis des Rats, um Zugang zu erhalten. Der Zugang zu den Forschungsnischen ist auf die regulären Öffnungszeiten beschränkt. Bitte ersuchen Sie einen Archivar um Hilfe. So. MP-Kraftverstärker. Aha. Das sind also die Archive. Warum sind das solche Tanks? Wow. Echt riesig. Was sucht ihr, Clone, Ihrer Ansicht nach hier drin? Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles möglich. Wie aufzuwachen und rauszufinden, dass sie einen Klon haben? Ich möchte nicht darüber reden. Klar. Zumindest nicht, bis wir alle einen Drink hatten. Wie soll man hier drin irgendwas finden? Glyph? Ja, Commander? Spüre das Ziel auf und halte mich über seine Position auf dem Laufenden. Um was für ein Ziel handelt es sich? Es sieht aus wie ich.
Dann habe ich das Ziel gefunden. Nun. Nein, Glyph. Ich bin's nicht. Und jetzt los. Sofort, Commander. Wenigstens kann man das Maschinen relativ schnell verklickern. Die andere Schifffahrt lebt doch! Erledigt sie! Ich brauche mehr Zeit, um die Kammer zu finden. Tod und Verderben. Um. Shepard, gehen Sie auf die Plattform, dann können wir Sie von hier aus absenken. Wow, was ist das? Wenn Sie jetzt in die Kammer gehen, können wir Sie rüberbringen. Ah, das sind diese Röhren. Verstehe. Cool. Zugriff auf Kammer T91. Sehen Sie mal. Shit, ich wollte ihn nicht ausrüsten. Diese Waffe war im Erstkontaktkrieg im Einsatz. Im Jahr 2157. Genau. Damals, als Menschen und Turianer noch nicht so gut miteinander auskamen. Relevante Daten wurden zu den Forschungsnischen hochgeladen. Commander, Ihr anderes Ich ist 200 Meter vor uns und sucht etwas. Verstanden. Ihren Klon zu bekämpfen ist verrückt. Sogar für uns. Aber praktisch. Alles, was Sie nicht selbst tun wollen, Shepard, können Sie ihr überlassen. Wie ein persönlicher Butler? Ich will nicht drüber reden. Okay. Soll das auch jetzt? Lohn machen. Ja, Mass Effect Andromeda soll ja vom Stil her auch ein bisschen leichtfüßiger werden, so von den Dialogen und Sprüchen her, weil diese ganze große Bedrohung mit den Reapern und die Welt wird zerstört und so gibt es ja nicht mehr. Und die Entwickler haben schon gesagt, dass sie das Ganze gerne ein bisschen auflockern wollen. Dass man eben auch nicht immer diese Bedrohung im Nacken hat und so, sondern halt in Ruhe die Welt erforscht und auch mal auf andere Probleme trifft und so. Bin gespannt, wie sich das spielen wird. Ich selbst möchte mir jetzt gerade noch kein Urteil dazu erlauben. Die Leute sind ja schon fleißig am Haten. So von wegen ist für Kinder und so, weil halt manche Charaktere nicht ganz so ernst sind. Und sich ein bisschen jugendlicher verhalten. Nur ganz ehrlich, man hat bisher insgesamt vielleicht 25 Minuten Gameplay von dem Spiel gesehen. Und auch null Story dabei, so wirklich. Deswegen möchte ich da noch gar nicht so richtig viel zu sagen. Oder kann ich auch nicht. Ich muss immer ein bisschen warten, bis meine Waffe nachgeladen ist. Bis meine Waffe wieder abgekühlt ist. Das dauert immer ein Weilchen. Los, ich gebe Deckung! Los! Hey, also. Das ist unfair! Wir sind auf einer Leiter! So eine hohe Storydichte wird es vermutlich nicht geben wie hier. Es ist ja auch ein Open-World-Spiel. Deshalb hänge ich so gern mit euch allen ab. Warum einmal schießen, wenn's mit 47 Kugeln auch geht? Mein anderes Ich kann nicht weit weg sein. Weiter Druck machen, dann umzingeln wir sie. Bewegung! Na gut. Ziel finden. Was ist das hier? Jahr 2157 CE. Erstkontaktkrieg. Verhör der Turianer. Kammer T91. Sir, wir haben diesen Menschen hier bei der Belagerung von Shoshi gefangen genommen. Ein Mensch. Ich habe noch nie einen getroffen. Und ich habe noch nie einen Vogel getroffen. Er trug diese Waffe bei sich, Sir. Sehr primitiv. Erwartet deine Art etwa, mit so etwas den Krieg zu gewinnen? Kugel ist Kugel. Ihr müsst noch sehr viel lernen. Und wenn wir die Erde erobert haben, werde ich es euch mit Freuden beibringen. Okay, wir können ja anscheinend irgendwelche schönen Sequenzen uns ansehen.
Cool. Ich hoffe, davon gibt es noch mehr. Da geht's weiter. Hier kamen wir ja her. Jetzt nicht zurück. Achtung an das gesamte Personal. Notabregelung. Jo, und was hinter der Tür sich so verbirgt, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.